Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay und ja, heute mal nicht hier auf dem Stuhl, sondern direkt von der Brille aus, denn ja, ich habe ein kleines Gerstenkorn, das will ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen, sieht jetzt nicht so wirklich toll aus und appetitlich aus, von daher, ja, machen wir es so und keine, ja, Nahaufnahme, sage ich mal. Ja, wir zocken heute Indes Unchained in der Release-Version und ja, was kann man hier schon machen? Also Paradise Lost müssen wir uns freischalten. Dafür müssen wir 20% erreichen vom Spielverlauf und wir müssen Purgatory entkommen und dann wird das hier freigeschaltet. So, schauen wir mal ganz kurz. So, in der Preview-Version hatten wir ja hier schon Bogen und Armbrust. Jetzt haben wir nur diesen Bogen hier und die anderen Bögen müssen wir uns erst freischalten. Und ja, hier haben wir jetzt, mal kurz schauen. Hier ist die Version The Abyss. Ja. Abyss können wir noch nicht freischalten. Das habe ich euch aber in der Preview-Version gezeigt. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich hier in die normale Welt, die wir auch von der PC-Version kennen. Und ja, hier geht es auch los. So, da war doch schon mal besser. Wenn ich die jetzt auch noch getroffen hätte direkt. Dann machen wir hier mal einen Pfeilhagel da hinten hin. Na komm. Das war wieder sauknapp. Ja, guck mal, da kriegt man da auch schon mal für einen netten Kopfschuss neue Pfeile geschenkt. Okay. Boah, der war wieder. Mann! Knapp. Oh, der war sauknapp. Schade. Guck mal, was da noch so abgeht. Brauchen wir jetzt noch nicht mal. Komm. Boah, der ist mal weggeknallt, ey. Ihr Kuttenträger, ich mache euch alle fertig. Yeah, yes. So. Ihr zwei wollt auch noch. Kein Problem. Festliche Leute haben wir immer.
immer Zeit und Platz und Pfeile. So. Also ich bin froh, wenn wir hier Free Locomotion es gibt, weil es echt nervig. Aber gut, gab es in der ersten Version ja auch nicht. Kam dann auch erst später rein. Habe ich mir damals auch vom Entwickler gewünscht, per E-Mail, dass wir Free Locomotion einbauen. Und dann wurde mir mitgeteilt, dass das sich sehr viele Leute natürlich gewünscht haben und die wollen natürlich schauen, dass sie den Wunsch auch erfüllen. Ja, und hat dann ja auch super geklappt. So, den kaufen wir uns. Schade, der war eigentlich gut. Okay, ja, können wir gar nicht gebrauchen. Mist. So, jetzt probieren wir die Winterpfeile mal aus, oder? Auch wenn der Gegner dafür nicht so gut passt. Na komm! So, jetzt holen wir uns das Teil hier. Das ist doch mal gut. So können wir wenigstens die Eispfeile mal vernünftig ausprobieren. So, wo ist er? Oh je, oh je, oh je. Der war knapp. Komm, wir probieren mal da hinten hinzukommen, dann können wir die vielleicht anders, den anders auflauern hier. Das Schöne mit Free Locomotion, das konnte man immer wieder schön hinter der Mauer sich verstecken oder hinter der Wand. Komm, den kriegen wir, ne? Jawohl. Na komm. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier bin überhaupt. Okay, weiter geht's. Wow, wow, wow. Okay, lassen wir sie mal kommen. Der trifft. Da um die Ecke ging auch einiges, ne? Och! Wie knapp der immer! Da vorbei ist. So, den muss ich jetzt auch noch greifen. So, da haben wir wieder volles Leben. Ist das schon mal genial?
mit gerechnet, der neben in der Tür einer steht. Hier steht auch keiner, okay. Dann können wir weiterziehen. So, was haben wir? Wir haben das, das, das. Ne, wir brauchen nichts. Wir brauchen erstmal nichts. Wir sind glücklich. We are happy. Der ist sauer. Der kann gut einstecken, der Kamerad hier. Ach. Okay. Kann man hier eigentlich wieder raus? Und hier weiter. Komm, komm, komm. Das ist so geil. So. Ihr könnt ja von mir aus heulen, bringt euch alles nichts. Aber muss ich lang? Ich habe gerade nur Gegner gesehen die ganze Zeit. Da. Sieht gut aus, oder? Ich hoffe, ich bin hier am Anfang wieder gelandet. Nee, wir sind nicht am Anfang. Woher? Na komm. Ich merz mir jetzt erstmal alle aus hier. Wer hat gelacht, wenn wir die nicht alle schaffen? Also es sieht erstmal clean aus, aber man hört hier überall irgendwas, ne? Aber ja. Stirb! So, da oben ist auch noch eine Lampe, die wir gebrauchen können. Dann haben wir wieder volle Energie und können in den Kerker. So, mal kurz schauen, wo ich überhaupt bin. So. Jetzt geht's runter.
ich nie gut drin. In dem Teil, was jetzt kommt. Aber schauen wir mal. Vielleicht komme ich ja jetzt ein bisschen weiter. Ich hatte gerade angedacht, dass da noch irgendwas gewesen wäre. 25, wir können es leider nicht gebrauchen. So, jetzt aber. Let's go. Abonnibable. Oder wie das auch mal. Need a break. Nein. So. Da unten ist der fiese Knilch. Den werden wir jetzt leider. Nee, das schaffe ich auf keinen Fall. Das ist nicht normal, ey. Echt nicht. Ach. Boah, da bin ich zu schlecht für, Leute. Echt. Schade, schade, schade. Aber ich habe wieder was unlocked. Also ich muss hier echt noch ziemlich, ziemlich viel üben. Ja, die Punkte. Ich komme damit klar. So viele habe ich gekillt. Ist nicht schlecht. So, wie viel haben wir denn erledigt? 12% nur. Puh, okay. Okay, okay, aber ich habe schon was freigeschaltet. Schaut mal. Und damit zocken wir jetzt auch mal. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie man damit am besten. Das ist ungewohnt, ne? Ja, okay. So. Es gab noch kein Gameplay. Fortbewegung ist mit dem nicht so schön, finde ich. Na komm. Nein, ist ein bisschen blöd, immer den A-Button zu drücken und dann diesen Teleportfall zu machen. Aber gut.
Oh. Wenn das mal kein Bug war. Ist ja super, jetzt komme ich hier nirgendwo mehr hin. Also mein Armbrustspiel muss noch besser werden. Also da ist der Bogen ja tausendmal lieber. Natürlich, was das angeht, ne? Schnelligkeit. Da punktet das Ding natürlich, ne? Weil man ganz schnell hier zack, 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 zack. Geht doch. Na komm. Ich sag, er wird nicht meine Lieblingswaffe. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Wurde ich jetzt geheilt? Habe ich die Lampe eingenommen? Ja. Oder eingezogen. Ja, wir gehen einfach weiter. Kommen die Fußsoldaten hier. Wenn die so langsam kommen, kann man auch schon mal ein bisschen versuchen zu zielen. Na komm. Okay. So. Ich glaube, für den Endgegner wären Feuerpfeile besser gewesen. Thank you.
So. Schauen wir mal, ob wir uns Feuerpferde leisten können. Na sicher. Okay. Teleportfall funktioniert auch. Scheiße. Na komm, in den Kopf, in den Kopf. Okay, das war's. Also die Armbrust ist nicht meins, wirklich nicht. So, können wir nochmal gucken. 13% haben wir geschafft. 13. sind wir. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was freigeschaltet. Und ich würde sagen, wenn ihr wirklich das Neue sehen wollt, The Abyss, dann ja, schaut einfach in das andere Video rein. Das werde ich definitiv unten in die Beschreibung verlinken, oben in die Infobox packen. Und ja, schaut euch definitiv mal auch dieses Level an. Also 40% jetzt hier freizuschalten, würde jetzt echt lange dauern. Aber ich finde cool, dass jetzt hier wirklich beide Level verfügbar sind. Ich habe erst gedacht, dass wirklich nur The Abyss da ja, vorhanden wäre und die alte Map nicht. Aber wie wir sehen, die alte Map gibt es immer noch. Das freut mich extremst. Und ja, ich bin gespannt, was das hier sein wird. Paradise Lost. Und das werde ich definitiv freischalten. Und wenn ich es freigeschaltet habe, wird es nochmal ein Video geben. Und auch wenn ich The Abyss nochmal freigeschaltet habe, werde ich da nochmal versuchen durchzugehen. Und werde auch nochmal ein Video dazu machen. Ja Leute, ich hoffe euch hat es hier gefallen. Und wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen, wäre echt nice, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.